Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator, weil dann meine ich gerade Labor. So, wir müssen Auftrag beenden. Schließen. So, hier hätten wir jetzt noch einen mit Flügen, Feld 5. Keine Ahnung. Feld 3 könnte man nochmal grobern, da kriegen wir einen größeren für. Ist ja genauso groß wie unser. Wie groß ist denn Feld 3? Ist auch nicht viel größer wie das, was wir jetzt gemacht haben, ne? Feld 20 können wir ernten. Ja. Das hätte ich ja auch mal Bock drauf, ne? Haben wir schon Ewigkeit nicht mehr gemacht. Feld 18. Es geht eigentlich von der Größe, ne? Wenn ich das jetzt durchziehe, ziehen wir aber bis in die Nacht. Boah, ich glaube, das machen wir echt wirklich ohne Scheiß, Alter. Ich fahre jetzt erstmal zum Hof. Und dann gucken wir wirklich mal, was wir da machen können. Dann arbeiten wir halt mal rein in die Nacht, aber das ist halt richtig Kohle. Kartoffelnernte oder Rübenernte, ja, es dauert, aber es bringt halt richtig Geld, ne? Das muss man halt ganz klar sagen. Aber erstmal muss ich hier gerade eine Wartung von dem Rober machen und alles waschen, weil wir leihen uns dann komplett die Geräte aus, weil wir dafür ja nichts haben. Hier hin. Okay. So. Ja. Das war doof. Das ist der Richtige. Und gib ihn. Ich mach dich nass, Eggert. So, den Johnny, der muss gewaschen werden. Hoch und runter. Ja, der Johnny. Hier waschen, da waschen, so waschen, hier waschen, da waschen, überall waschen. Sieht gut aus. Haben wir einen Job erledigt. Dann fahren wir mal gerade rückwärts auf den Wartungsplatz. Dankeschön. Na komm. Wir machen das jetzt mal. Geräte ausleihen, 4558. Passt schon. So. Okay. Wir kriegen zwei Treckers. Warum auch immer wir zwei Treckers kriegen. Ach, na klar brauchen wir zwei Treckers, aber welcher ist denn der größere? Bei dem Riesengerät fährt man da mit den Schmalspurpisserreifen? Ich denke schon. Ich glaube, dass der da vorkommt. Ups. Und das ist ernst gemeint. So, jetzt müssen wir mal gerade gucken. Wir müssen zu Feld 18. 18 ist unten. Also einfach Straße entlang, alles klar. Innenansicht. Oh, hier sitzt man aber irgendwie weit weg. Das ist schon cool, ne? Das ist schon
Richtig nice. Außerdem heißt es Pflegebereifung, ich weiß, aber Marschflugpisserreifen sind auch gut. Wir machen das so. So. Ich denke, wir müssen hier fahren, ungefähr. Mal gucken, auseinander verklappen. Ne. Das Ding ist direkt auf der anderen Seite, du. Müssen wir uns das erstmal dann angucken. Wie ich fahren muss. Ich habe echt keine Ahnung. Das Ding muss doch absanken. So. Okay, also, wartet mal. Das verstehe ich auch noch nicht so ganz. Das ist zum Abladen, denke ich. Okay, das ist Ladestation, das ist die normale. Alles klar. Ja, wir hängen im Jägerzaun. Dacheldrahtzaun. Oh, so Wind macht mich kaputt. Okay. Na komm. Herbert. Wir machen das schon. Gleich gibt's einen riesen Ruck. Jawohl, da ist er. Da ist er doch, da. Hada, hada, Junge. So. Jetzt runter. Dann anmachen. Eieiei. Okay. 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 Ob ich weiß, ob ich mich, was ich auf mich da drauf eingelassen habe? Nein, weiß ich nicht. Aber egal. Wir machen das schon. Wir holen die Kartoffeln vom Feld. Ja. Jung, jung, jung. Das wird spaßig, du. Normalerweise müsste ich auch immer so rumfahren, um einfach mich an der Seite zu orientieren, siehst du? Also dann klappt das eigentlich ganz gut. Müssen wir mal gucken. Das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr großer... Oh, scheiße. Das war schon scheiße, aber gut. Ein sehr, sehr spaßiger Auftrag wird das. Erstmal irgendwie schaffen, einmal konstant rumzukommen. Oh, okay, okay, okay. Wieder was gerade herausgefunden. Wenn ich in die Abladeposition gehe, dann... Siehst du? Dann macht er sofort das Gerät aus. Alles klar. Verstanden.
Also immer genau drei Reihen nehmen, das wird natürlich. Ja. Und immer so von oben fahren, Alter, da wirst du ja auch ein bisschen krank von, ne? Aber ja, so ist es halt. Muss gleich mal gucken. Ich will jetzt erst einmal rum, um wirklich das hundertprozentig zu haben und dann von innen gucken, ob ich eine Reihe oder zwei Reihen weiter drüben fahren muss. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Erstmal ernten. Da gibt es einen Baum. Das wird lange dauern. Oh ja, aber es gibt viel Geld. Viel, viel Geld. Ja, das mit den Kurvenfahren wird ja auch immer besser, also darf man ja auch nicht vergessen. Da zum Beispiel wieder nur zwei rein, weil ich viel weiter rüber muss. Ist echt gar nicht so einfach, ne? Also immer genau drei Reihen zu erwischen. Hat es wirklich in sich. Ich habe ja von Anfang an gesagt, das wird nicht, das wird sich hinziehen, aber was soll's? Gibt halt Geld. Und alleine 11.000 für den Auftrag. Und dann für die ganzen Abladungen gibt es ja auch nochmal richtig Kohle. Ist dann halt einfach so. Dann wird halt in der Nacht gefahren. Irgendwann muss jeder mal in den sauren Apfel beißen und das abernten. Ganz einfach. So, wenn ich jetzt so mache, dann geht er in die Abladestation und wir holen uns den anderen Trecker. Blub. Oh, schön mit Knicklenkung. Oh, wunderbar. So, jetzt muss ich gucken. Der muss Anhänger, an Trecker. So. Und die Knicklenkung, die Deichsel, der sich hinten bewegt, kommt daran. Perfekt. Auch unfassbar geiler Trecker von innen, ne? Ah, und das Ding geht, Leute. 65 km/h Trecker, du. Der geht ab, wie du. Wie Schmieds Geizi, du. Was guckst du? So, gib ihn.
Aber jetzt auch nicht geschafft, ne? Kein Mal auszufahren auf dem Stück. Boah, so ist das halt. Oh. Da habe ich gerade auf den Hänger geguckt, ich blöd Mann. Super. Na gut, ich sollte vielleicht dann richtig umsteigen. So. Nein, ich krieg den nicht gedrückt, ne, den Hänger. Das ist vom Prinzip her ist der Hänger, der Trecker zwar gut, aber ich glaube, der hat echt ein bisschen wenig Leistung, wenn wir ganz ehrlich sind. Ach, das ist falsch. So. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Er braucht drei Reihen. Ich fahre mal in die Reihe. Ja, passt. Genauso muss ich durchfahren. Dann sollte das ganz gut klappen. Sage wieder vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.